Das Bildthema alt. Und wie man sieht, made by zum Teil selber Eigenbau. Warum? Spitze ist relativ schnell kaputt gegangen und dann haben wir da so einen alten Bambusstab dran gemacht, oben Haken. Ja. Und wenn man also guckt, dann sieht man schon, so, jetzt sieht man wenigstens was. Ne? Die ist jetzt nicht ganz kurz. Eigentlich, wie gesagt, die meisten schaffe ich damit. Auch wenn es ab und an mal knapp wird. Upsala. So, jetzt haben wir ganze Länge. So. Ganzes Stück. So, jetzt habe ich mir diese 50 Euro 12 Meter mal gekauft. No? Laguna. Mit einem schönen Fisch drauf. Die Spitze ist auch wieder dünn. Wie lange die hält, muss man mal gucken. Aber wenn ich den mal ausfahre, so, ich glaube, man sieht es schon ganz gut. So, beide nebeneinander. Jetzt wollen wir vorne gucken. Das ist jetzt schon, nachdem er noch nicht mal ausgezogen ist, schon länger. So. Ein Stück zurück. So. Eins, zwei. So. Locker 3 Meter länger. Wobei man hier vielleicht sieht, hier an diesem Stück, der ist immer noch nicht ganz ausgezogen. Zieh mal im Moment. So. Jetzt habe ich ihn nochmal ausgezogen. Und man sieht, gegenüber der 8 Meter Angel, die hört hier auf. Gute 4 Meter länger. Da ist schon eine Hausnummer. Und selbst wenn man die oberen zwei wegnimmt, einen den schwarzen, den würde ich vielleicht rausnehmen, dann bin ich immer noch ein gesamtes Stück länger als die alte. Ist auch ein Stück schwerer. Dafür hat er aber eine Kappe zum Schrauben. Also insgesamt meiner ganz ein bisschen besseren Eindruck. Hier ist eine Kappe, die kommt dann oben drauf. Machen wir gleich nochmal. Ähnliches gleiches Problem wie bei der alten. Der Fuß hier unten. Ja, wenn man es zu schnell kippt und dann einfahren lässt, dann knallt das unten schon mal raus. Das hatte ich bei der alten auch, wie man deutlich sehen kann. Aber das ist nichts, was nicht mit Gorilla Tape gut und locker zu reparieren wäre, beziehungsweise fest zu bekommen wäre.